Freilaufend, ja, also Leute haben da gegrillt und die haben sich auch nicht um ihn gekümmert. Ja, und da muss man sich immer überlegen, wie bringe ich meinen Hund jetzt weiter, wie schaffe ich Vertrauen? Das ist für mich das Wichtigste. Und wenn der Hund oftmals in brenzlige Situationen kommt mit mir unterwegs, dann ist natürlich völlig klar, also ein bisschen, jedes Mal kann man ein bisschen weniger drauf vertrauen, dass es Frauchen regelt. Ja, sie abzuschirmen, wenn jemand kommt, ist natürlich immer noch besser, als wenn es knallt. Wenn sie es nicht schafft, helfen wir ihr, das wäre jetzt der Fall. Du ihm klar machst, etwas zurückhalten. Ja, genau. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Oh. Da dürft ihr ruhig dazwischen gehen, weil sie mag nicht mehr. Was will die denn? Herrlich, ja. Ah, interessante Dame. Ja, das meine ich da. Beim Sam hat sie direkt zum Anfang gesagt, oh, ich habe einen. Gibt aber auch alles. Gut, läuft ja aus. Ja. Alles von heute Morgen, das ganze Wasser, aber dann ist es gut. Das hat sich extra aufgehoben für den Moment. Ja. Eine leckere Dame ist. Ich bin also hier. Darstellung. Hallo. Ich will hier das Chef. Er sagt, du darfst. Und wenn er sich auf den Rücken legt, sagt er auch, du bist doch eine Fliege, du kannst mir nichts tun. Du, sie muss ja auch keinen Kontakt haben, aber die sollte die Erfahrung machen. Gut wäre es auch nicht. Ja, es ist gut. Ich hoffe, dass sie sich jetzt nicht einklemmt. Ja, bis jetzt hat sie immer gesagt, Abstand. Wenn man da stückweise weiter tut. Immer das, was geht, immer ein Stück mehr.